Noch ist nicht alles entschieden. Noch ist der Handelskonflikt nicht aus der Welt, der Handelskonflikt zwischen USA und China. Aber es hat am Freitag zumindest eine Einigung gegeben. Das ist positiv, das ist auch für die Börse wahrscheinlich positiv. Und darum schauen wir uns heute drei Aktien aus China an, die davon direkt profitieren könnten. Darum geht's heute. Bleiben Sie dran. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Börsen waren in Jubellaune am Freitag. Der DAX ist zum Beispiel um 2,9% hoch und der Grund waren die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Es hat einen kleinen Durchbruch gegeben und gleichzeitig hat die US-Notenbank auch noch angekündigt, dass sie jetzt wieder Staatsanleihen kauft, Kurzläufer, und zwar für 60 Milliarden Dollar pro Monat. Jetzt ist es so, die Fed sagt, das sei keine geldpolitische Maßnahme, das ist es nicht zur Ankurbelung der Wirtschaft, sondern es geht da jetzt nur um Liquiditätsversorgung bei diesen Kurzfristläufern. Aber am Markt sieht man das natürlich schon als Lockerungsmaßnahme und damit ist das Glück ja eigentlich perfekt für die Anleger. Mehr Geld von der US-Notenbank und dann aber gleichzeitig noch eine Entspannung im Handelskonflikt. Da kann man als Anleger eigentlich nur sagen, Herz, was willst du mehr? Was ist passiert im Handelskonflikt? Um es kurz zu machen, man hat sich eben geeinigt auf ein paar Dinge. Also China kommt den USA jetzt beispielsweise entgegen, bei geistigen Eigentumsrechten. Das war ja ein großes Thema. Dann China kauft wieder Agrarprodukte aus den USA. Man sagt, Agrarprodukte bis zu 50 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist gut für die amerikanischen Landwirte. Donald Trump hat das ja auch schon getwittert. Das sei jetzt der größte Deal für die US-Farmer, den es jemals gegeben hat in der Geschichte der USA. Und das Ganze ist natürlich auch sehr gut für die amerikanische Handelsbilanz. Das ist ja eins der großen Probleme, die die USA haben mit China, dass sie gegenüber China ein so großes Handelsbilanzdefizit haben. Und umgekehrt, die neuen Strafzölle, die da im Raum gestanden sind, also die Anhebung dieser Strafzölle, die soll jetzt erstmal nicht kommen. Das ist alles sehr schön, aber es gibt natürlich Skeptiker auch. Die Skeptiker nennen das Ganze einen Mini-Deal. Die sagen, und das tun sie meiner Meinung nach auch zu Recht, die sagen, dass die großen Probleme damit ja noch lang nicht behoben sind, dass das jetzt also keinerlei Befreiungsschlag war. Und das stimmt auch. Weil wenn man sich das anschaut, was da inzwischen alles auf dem Tisch liegt an Themen zwischen den USA und China, also die Technologieboykotte zum Beispiel, dann diese ganzen Sicherheitsfragen, wenn es um chinesische Technologie geht, Netzwerke von Huawei zum Beispiel, dann die gesamte Technologieförderpolitik in China, wo die USA sagen, das sei ja wettbewerbswidrig. Dann darf man aber nicht vergessen, da geht es ja letztlich um die komplette chinesische Wirtschaftsstrategie, das Wachstumsmodell, das China hat und das China natürlich nicht aufgeben will. Und so weiter. Das ist alles noch nicht gelöst und man hat auch in letzter Zeit immer wieder den Eindruck gehabt, dass es da auch um eine ganz grundsätzliche Auseinandersetzung geht. Es geht nämlich um den Aufstieg von China zu einer führenden Wirtschaftsmacht, zu einer Wirtschaftsmacht, die auch technologisch führend sein will. Und das ist eine Sache, die eben die USA möglicherweise nachhaltig verhindern wollen. Und wenn das so ist, dann ist der Handelskonflikt jetzt natürlich noch nicht vorbei, sondern dann wird uns das Thema noch lang begleiten. Und darum ist die Frage am Ende wahrscheinlich die, was wollen die USA? Was wollen sie wirklich? Womit wären sie zufrieden? Was müsste dafür passieren? Und da könnte man auch auf dem Standpunkt stehen, so richtig zufrieden werden die nie sein. Und darum könnte der Konflikt auch immer irgendwo da sein. Aber kurzfristig ist es jetzt schon so, dass wir da jetzt wirklich Entspannung haben zurzeit.
Also beide Seiten haben einen guten Willen gezeigt. Beide Seiten sind auch anscheinend der Meinung jetzt, dass dieser Schaden, den das Ganze angerichtet hat, dass man den nicht haben will oder dass man sich vielleicht den Schaden auch gar nicht mal leisten kann. Und das ist schon ein sehr großer Unterschied, wenn man es mal vergleicht mit der Lage, wie sie vor 2, 3 Monaten noch da war. Damals sind Verhandlungen abgebrochen worden. Es gab immer mehr Strafzölle, immer höhere Strafzölle. Das ist immer weiter eskaliert und die ganze schwierige Situation damals und die Unsicherheit, die da auch dadurch nochmal entstanden ist, die haben wir im Moment natürlich nicht mehr. Und solange jetzt nichts anderes Negatives passiert in der Hinsicht, da glaube ich schon, dass da die Börsen davon erstmal profitieren werden. Und profitieren können davon natürlich speziell auch die Aktien, die bis jetzt besonders gelitten haben unter diesem Handelskonflikt. Und das sind eben auch und vor allem Aktien aus China. Die ganze Welt leidet unter dem Handelskonflikt, aber am Aktienmarkt, da sind zum Beispiel die China-Aktien deutlich stärker gefallen als US-Aktien, weil man auch immer der Meinung war, dass China unter dem Handelskonflikt stärker leidet als zum Beispiel die USA. Und das kann jetzt aber im Umkehrschluss auch heißen, also sofern man am Markt wirklich der Meinung ist, dass das jetzt was Gutes ist, dass sich die Lage jetzt erstmal verbessert, dann kann es eben heißen, dass es wahrscheinlich auch China-Aktien sind, die jetzt im Umkehrschluss sich mehr erholen können als US-Aktien. Und darum eben heute auch für dieses neue Szenario 3 China-Aktien, also 3 Aktien, von denen ich sagen würde, die sind jetzt relativ unmittelbar von dieser Handelskonfliktsthematik betroffen. Also nicht sowas wie Alibaba oder Baidu oder JD.com, die steigen dann vielleicht jetzt auch in dem Szenario, aber eigentlich spielt bei denen der Handelskonflikt jetzt so nicht die Rolle. Warum nur 3 Aktien? Ich hätte natürlich schon mehr auf der Pfanne, aber es ist natürlich auch so, ich habe einen Börsenbrief, ich habe den Emerging Markets Trader, das heißt, ich kann hier jetzt auch nicht alles verballern, was da ist an Ideen, ist ja ganz logisch. Ich weiß, auf der anderen Seite ist schon klar, sowas kommt jetzt nicht für jeden hier in Frage. Aber wenn das so sein sollte in Ihrem Fall, also wenn es für Sie nicht in Frage kommt oder noch nicht in Frage kommt, so eine Publikation zu haben, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit, von uns auch gratis was zu kriegen, nämlich unsere Zukunftsmärkte-Reports. Da gibt es ja auch schon Analysen, Tipps, Empfehlungen aus den Schwellenländerbörsen der Börsen meistens. Und bei den Zukunftsmärkte-Reports, da müssen Sie nichts zahlen, da müssen Sie sich ja nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und morgen geht ja auch der nächste Report schon wieder raus. Da geht es, wie bereits erwähnt, hier um die Hongkong-Aktien. Hongkong-Aktien, die ja wegen der Proteste, die wir in Hongkong haben, teilweise jetzt schon sehr, sehr niedrig bewertet sind. Also einfach anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. So, und unsere 3 China-Aktien. Fangen wir mal an hier mit Costco Shipping Ports. Das ist der Chart 2 Jahre in Hongkong-Dollar. Costco Shipping Ports. Da sehen wir schon, wie die Aktie runtergegangen ist wieder die letzten Monate. Das Unternehmen betreibt Häfen und es betreibt Hafenterminals. Und da ist der Zusammenhang mit dem Handelskonflikt natürlich relativ klar. Also Häfen hängt zusammen mit Welthandel und im Welthandel ist ja das Wachstum stark zurückgegangen und da sind natürlich auch und gerade chinesische Häfen davon betroffen. Also Exporte, die da rausgehen, jetzt zum Beispiel in die USA, das wird ja alles weniger. Und umgekehrt, wenn das Sentiment jetzt, was den Handelskonflikt und was den Welthandel betrifft, jetzt wieder besser werden sollte, dann ist das für die Aktie wahrscheinlich positiv. 70% vom Umsatz bei Costco Shipping Ports kommt aus China, von chinesischen Häfen, aber die haben auch Terminals in Übersee, zum Beispiel Griechenland, Spanien, Holland, Abu Dhabi zum Beispiel. Es geht hier wirklich in erster Linie ums Sentiment.
Weil wenn man sich die Zahlen so anschaut, also wie es wirklich gelaufen ist, dann war das alles ja nicht so schlecht bei COSCO Shipping Ports. 2018 beispielsweise, da war auch schon Handelskonflikt, da ist der bereinigte Nettogewinn um 43% gestiegen. Dann erstes Halbjahr 2019, und das war wirklich eine schwierige Zeit für Schifffahrt und Welthandel, da ist der Umsatz immer noch um 4,5% gestiegen und der Gewinn ist um 4,4% gestiegen. Also es läuft im Grunde immer noch gut. Das Unternehmen macht Gewinne und der Gewinn ist bis jetzt auch nicht zurückgegangen. Insofern ist es auch keine schlechte Aktie, würde ich sagen, wenn das Sentiment jetzt wieder besser wird, hinsichtlich Handelskonflikt. Verschuldung zum Eigenkapital liegt bei 33%, ist okay meiner Meinung nach. KGV liegt bei 7,6 für 2019. Wir haben eine Dividendenrendite von knapp 5%, die natürlich schwanken kann. Und wir haben einen Abschlag auf den Buchwert von 55%. Das heißt, das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt jetzt noch bei 0,45. Und das wiederum heißt, es ist eine Aktie, die jetzt günstigste ist. Sie ist aber auch solide. Wie gesagt, Umsatz, Gewinn, alles bis jetzt relativ stetig gewesen. Und insofern, wenn sich das jemand vorstellen kann, hier zu investieren in China-Infrastruktur, dann ist die Aktie von COSCO Shipping Ports wahrscheinlich relativ interessant. Nächste Aktie, WH Group. Auch hier wieder 2-Jahres-Chart. Das ist jetzt möglicherweise nicht jedermanns Sache. WH ist nämlich ein Fleischkonzern. Der größte Schweinefleischproduzent der Welt, die Nummer 1, und zwar nicht nur in China, sondern auch in USA inzwischen. Aber man muss sowas natürlich schon mögen. Ist aber interessant insofern, der Fleischkonsum in China, der steigt stark. Er ist pro Kopf deutlich weniger als bei uns immer noch, aber er steigt. Und was auch steigt, sind die Schweinefleischpreise in China momentan. Und zwar vor allem, weil da gerade die Schweinepest wütet. Das ist sogar alles relativ dramatisch. Davon profitiert WH einerseits, andererseits leiden sie da auch drunter. Und die große Frage war jetzt in den letzten Monaten immer, wie ist es denn mit den US-Aktivitäten? Also da gehört denen zum Beispiel Smithfield Foods und damit war man ja komplett zwischen den Fronten im Handelskrieg. Also was passiert damit jetzt? Darf zum Beispiel WH jetzt auch Schweinefleisch aus den USA exportieren nach China? Das sah lange so aus, als wäre das nicht so einfach. China hat ja Sanktionen verhängt auf Agrarprodukte aus den USA, aber dieses Thema mit den Sanktionen, das ist jetzt offenbar vom Tisch, weil man sagt ja jetzt, man will ganz bewusst US-Agrarprodukte aus den USA wieder importieren, und zwar sogar besonders viel. Das kommt den Chinesen beim Schweinefleisch sowieso entgegen, weil da ja die Preise so explodiert sind. Und das ist für WH eine ganz interessante Konstellation. Und in der Hinsicht fällt jetzt eben auch die Unsicherheit weg. Und auf lange Sicht ist es wahrscheinlich, wie gesagt, sowieso ein Wachstumsmarkt, weil ja der Fleischkonsum in China steigt und weil die Preise auch relativ hoch sind. Gehandelt wird die Aktie mit einem KGV von 13. Wie gesagt, Schweinepest dieses Jahr, nächstes Jahr wird es vielleicht wieder besser. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist bei 1,8 ungefähr. Und naja, wenn man sich jetzt nicht am Geschäftsmodell stört, dann ist es wahrscheinlich die nächsten Monate zumindest eine Aktie, die nicht uninteressant ist. Und das hier, das ist der Chart von einem Small Cap aus Shanghai, nämlich Bestway Global. Den habe ich von der Homepage der Börse Hongkong und die Aktie wird auch nur in Hongkong gehandelt. Wird gehandelt in Blöcken von jeweils 500 Stück. Der Kurs ist bei 3 Hongkong Dollar 11. Das heißt, wenn Sie die in Hongkong kaufen, dann kostet sie das pro Block ungefähr 180 Euro. Bestway Global produziert aufblasbare Schwimmtiere aus Gummi. Dann Schlauchboote, Schwimmbecken, Hüpfburgen, Matratzen, diese ganzen Sachen, die man heute hat und die man aufblasen kann. Also es ist ein Wachstumsmarkt eigentlich. Bestway Global ist aber auch eben eine typische Exportaktie und darum hat sie sich auch relativ schwach entwickelt jetzt. Also die Aktie ist jetzt wieder nahe ihren Jahrestiefständen, wo sie schon öfter mal war.
Und dabei ist es auch bei Best Way Global eigentlich gut gelaufen. Also der wichtigste Markt ist Europa momentan. Umsatzanteil von 50%. Der Umsatz insgesamt im ersten Halbjahr ist um 15% nochmal gestiegen. Der Gewinn um 24%. Also eigentlich, es läuft wunderbar. Aber es ist eben einfach so, der Handelskonflikt, die Sorge, dass das alles eskaliert weiterhin, das hat die Aktie bis jetzt einfach belastet. Das KGV dürfte jetzt so liegen bei unter 7 eigentlich. Die Aktie ist auch unterm Buchwert momentan, also leicht unterm Buchwert. Es ist schon klar, man hat hier jetzt eher einen Small Cap, den man auch in Hongkong kaufen muss natürlich. Das macht das Ganze ein bisschen sperrig. Aber ich persönlich muss trotzdem sagen, mir ist die Aktie relativ sympathisch. Das Ganze ist eine Nische, ein Nischenmarkt, der wächst trotz Handelskonflikt. Das läuft alles ganz gut. Und die Aktie ist auch nicht teuer und damit ist sie auch ein ganz gutes Beispiel dafür, was man so kriegen kann in China an chinesischen Aktien, an Substanz, an Wachstum, an guten Bewertungen, was man kriegen kann, wenn man da mal ein bisschen in die Tiefe geht, wenn man sich andere Aktien auch mal anschaut aus China und eben nicht immer nur die 4 oder 5 Aktien, die sowieso schon jeder kennt. Die sind natürlich auch nicht mehr so günstig. Aber das tun wir ja hier, das ist ja auch unser Anspruch auf Zukunftsmärkte hier auf dem Kanal, dass wir eben solche Aktien auch mal vorstellen und uns anschauen. Und was den Handelskonflikt betrifft, das bleibt sowieso spannend. Und ein wichtiger Sektor in dem Zusammenhang in China, das ist zum Beispiel ja auch der Technologiesektor, also Halbleiter. Mobilfunknetzwerke, der neue Mobilfunkstandard, auch im Zusammenhang mit dem Handelskonflikt. Wie gesagt, das schaffen wir heute leider nicht mehr alles, aber das werden wir hier auch früher oder später natürlich behandeln. Und mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn Sie da mit uns dranbleiben an diesen spannenden Themen. Das Einfachste ist natürlich, um dran zu bleiben, Zukunftsmärkte-Kanal abonnieren. Beim Anmelden dann auch immer die Glocke drücken, damit Sie dann auch gleich sehen, wenn neue Beiträge da sind von uns, damit Sie auch sehen, welche Beiträge da jeweils da sind. Dann sind Sie nämlich, was uns betrifft und das, was wir hier bringen, auch immer auf dem Laufenden bei diesen neuen, spannenden Themen. So oder so, wenn Sie wollen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin alles Gute und wie immer natürlich herzlichen Dank fürs Zuschauen.